Willkommen beim Qualifying in Mexiko. Die ersten Fahrer werden jeden Moment auf die Strecke gehen zum Kampf um die Pole Position für den morgigen Grand Prix. Wenn es darum geht, Rundenzeit aus der Strecke herauszuholen, erreicht man das gewöhnlich durch Maximierung der Spitzengeschwindigkeit. Sollte man den Abtrieb minimieren, die Kurven mit Risiko angehen und auf den Geraden alles rausholen? Was die Fahrer hier brauchen, ist Spitzengeschwindigkeiten. Angenommen, das Fahrzeug kommt relativ gut durch den Rest der Runde, dann kann man wahrscheinlich auf der Geraden noch Zeit herausholen. Es wird schwer, irgendjemanden zu überholen, wenn man viel langsamer als alle anderen ist. Bei McLaren haben wir da grundsätzlich Probleme. Und damit begrüße ich euch recht herzlich zurück zu Let's Play Formel 1 2016. Ich bin heute geistig abwesend. Wir müssen nur das Benzin runterschrauben und es könnte hier durchaus regnen während des Qualifyings. Das Rennen bleibt komplett trocken und wir fahren auch direkt raus. Ja, bitte doch. Ja, das Qualifying-Tempo lief nicht ganz unter einem ganz guten Stern. Also, Purple war drin. Platz 3 war drin. Und das ist für mich erfreulich. 1.18.7, da waren so 3 Zehntel, die mir gefehlt haben. Auf die beiden Red Bulls oder Mercedes. Auf jeden Fall Red Bull oder Mercedes, einer von den beiden. Von daher gehe ich hier positiv in die Sache rein. Den Schwenker in Qualifying Tempo, den haken wir mal raus. Da wollte ich vielleicht zu viel. Ich habe jetzt so nicht im Nachhinein geguckt, was hier wirklich die Ursache war. Wetterbericht. Schade. So ein Q3 im Regen. Rennen im Regen. Würde mir ein bisschen mehr besser schmecken. Ja. Aber wie gesagt, die Fahrerwärme ist abgehakt. Es geht eigentlich nur darum, Platz 2 zu bekommen. Und zwar Platz 2 gegen Daniel Ricciardo und Max Verstappen. Das ist das, worauf ich also noch absehe. Und Rosberg, der kommt auch nochmal von hinten. Also am Ende, gut. Am Ende Platz 3 hinter Red Bull. Ne, vor Red Bull und hinter Mercedes, das wäre schon das i-Tüpfelchen. Das würde die gesamte Saison abrunden. Das auf jeden Fall. So, eigentlich muss ich mir jetzt so ein bisschen auch schon auf Q2 warm fahren. So, ich hoffe, dass da keiner rauskommt und wenn ja... Hoffe ich mal, dass mir da keiner im Weg steht. Motor haben wir ja sehr gut ausgebaut. Sollte ja kein Problem sein, jenseits der 360 zu kommen. Sag ich doch, jenseits der 360. Und ein radikales Runterbremsen. So, hier der Abflug in Training 3. Nur der Frontflügel war kaputt. Reicht aber schon. 18.5 ist so mein persönliches Ziel. Für Q3 dann. Wenn es dann um die Wurst geht. Okay, die kann ich hier im 6. mittlerweile fahren. 18.7 von Verstappen. Eine Zehnte ist schon mal noch oder noch Vorlauf. Aber im dritten Sektor, da ändert sich das immer. Zugunsten, ja, der KI um 3 Zehntel. Da wir den Reifen nicht brauchen, versuche ich jetzt nochmal die Runde am Limit zu fahren. Klar, Red Bull wäre schon geil zu schlagen. Also eine Zehnte haben wir noch im ersten Sektor. Und da hole ich 4 Zehntel raus. Fast eine halbe Sekunde auf einen Herrn. Ja, Max Verstappen. Also da geht noch was. Master auf den Softs.
Oh, da geht auf jeden Fall noch mehr. Da geht noch mehr. Okay, da geht auf jeden Fall noch 2 Zehntel mehr. Also die 18,7, die 1,18,8 war drin im Qualifying-Tempo. Es sind am Ende 2 Zehntel, die mir auf Verstappen fehlen. Im Schlusssektor waren es da 3 Zehntel, die ich auf die Red Bulls hier verliere. Wenn die im Rennen dann nochmal ein bisschen langsamer werden, dann habe ich gute Karten gegen Red Bull. Red Bull ist das Ziel. Ricciardo und Verstappen. Also Platz 3 so gesehen. Platz 3 im Rennen, also Podium. Podium wird jetzt hiermit ausgeschrieben. Was bin ich denn? Ha, ich erinnere mich noch an die Koop. Oh, ja. Oh. An die Koop. Oh mein Gott. Da erinnere ich mich jetzt dran. Da war, der Red Bull ist ja ein bisschen schlechter. Also, da wird Red Bull hier so gesehen schon schwer werden. Ja. Rosberg auf den Soft schneller als ich. Und jetzt ist auch der Mitte-Teil, wo ich Zeit liegen lasse. Also die Feine ist schon ins 18.2. Eriksson ist schneller als ich. Um 6.000stel, okay. Ich schreibe hier gar kein Ziel mehr aus. Ich lasse das mit den Zielen ausschreiben. Eriksson auf der 2! What the fuck? Oh mein Gott. Okay, hier muss ich mich vielleicht von meinem Teamkollegen geschlagen geben. Ausgeschieden, Sainz, Ariando, Button, Wehrlein, Palmer und Magnussen. Ich finde es natürlich nicht so schlecht, dass er da vorne mitspielt. Ja. Ganz im Gegenteil. So eine Runde und die muss passen. Ansonsten muss ich es mit den Softreifen versuchen. Da bleibt mir keine andere Wahl. Alles klar. Ich muss es mit dem Reifen in der ersten Runde schaffen. Sonst war ich das nicht. Der Reifen darf nur eine Runde drauf haben. Mehr nicht. Ich habe nur für 3 Runden eigentlich Benzin mitgenommen. Also auf eine Runde gesehen muss es passen. Da darf mir keiner im Weg stehen. Wetterbericht. Ja, so für Q3 bitte. Also die Zeit, die Eriksson dann natürlich da hingelegt hat, war gescriptet, klar. Aber es ist diese ominöse 1 Sekunde, die ich immer gesagt habe. Die Jungs schneller fahren. Von Training 3 nochmal nach Qualifying. Platz 4. Boah, nee, glaube ich. Ich glaube da nicht mehr dran. Klar, Q3 ist ja nochmal was anderes. Hier den Sektor. Ich weiß nicht, was man hier noch besser machen kann. Klar, hier ist aber auch immer so eine Traktionsfrage. Los geht's. Erster Sektor wird wieder kein Problem für mich sein. Hinten heraus wird's schwer. Oh, wer ist aus der Box rausgekommen? Oh, ein Haas. Herr Grosjean, machen Sie sich ganz dünne. Machen Sie sich dünne. Was glaube ich nicht? Wieso habe ich den schon wieder vor mir? Mann! Dann, wenn es drauf ankommt, habe ich wieder so einen langsamen Grosjean vor mir. Gib Gas, Junge! Vor allem, er lässt mich auch nicht vorbei.
Es wird keine 18er Zeit. Doch, warum wird die besser? Super, das war die schnellste Runde. Mann! Du machst keinen Platz für mich. Du bist auf P2 zurückgefallen. So, ärgern wir den auch mal ein bisschen. Ja, ist das sowas hasse ich. Ja. Das müsste Kompass das auch verbessern. Der steht mir im Weg. 1.18.6, das wundert mich, da war ein Fehler drin. Ja, hier bin ich 2 Zehntel schneller als der Lewis. Also im ersten Sektor knöpfen die mir nichts drauf. Im zweiten aber dann. Fahrer vor mir. Ey. Ja, das schaffe ich nicht. Aber das habe ich auch vorher gesagt, dass die 17er Zeiten fahren. Fahrer hinter mir. Ricardo hinter dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 18,8. So macht man Platz. So, komm, den lassen wir auch nochmal vorbei. Das ist der Hamilton, okay. Vettel auf der 3 jetzt. Okay, die Runde reicht. 6% ist viel. Gut, wir haben natürlich noch dann noch für Q3 sowieso nochmal einen neuen Reifensatz. 6 Zehntel, wahrscheinlich 4 davon im Schlusssektor. Wenn nicht sogar 5. So. McLaren vor uns, die ja nur noch Probleme haben, ja. So sieht's aus. Da munkelt ja das Gerücht, dass Mercedes hier unter die Arme greift. Von wegen, ey. Also, das ist so... Ne, das kann ich mir bei besten Willen echt nicht vorstellen. Warum soll Mercedes denen helfen? Warum? Was ist deren Anreiz? Geben die 2 Milliarden dafür oder was? Dann wäre das ein Anreiz. Ja, der Schlusssektor 20.6. Eriksson wäre nicht weiter. Komm, Junge. Also vorhin fährst du deutlich schnellere Zeit. 19.3. Das kann es jetzt echt nicht sein. Das glaube ich nicht. Ey, das glaube ich nicht. Was ist denn das? Herr Eriksson kommt nicht ins Q3. Er scheitert an dieser Grenze. Ja, lecco mio, ey. Das glaube ich nicht. Wir sind am Ende 7. Ein Puffer gegen Ferrari ist raus. Eriksson nur auf der 11. Perez auf der 12. Kvyat 13. Grosjean 14. Alonso 15. Gutierrez auf der 16. Oder ist dieser 11. Platz sogar die richtige Entscheidung? Hat es nochmal angefangen zu regnen? Nur eigentlich nicht. Okay, der Reifensatz ist jetzt der, den wir abgeben, oder? Jo, das heißt, ich nehme ein Kilogramm mehr mit. Er ist hinten drin. Und mit dem fahren wir 2 schnelle Runden. So sieht das momentan aus. Okay, ein Red Bull vor mir. Das geht gar nicht. Herr Verstappen. Obwohl. Moment, nee, ich mach das clever. Ich fahre so schnell wie der. Aber der holt im Schlusssektor mehr raus. Ne, komm, brech ich ab. Hat keinen Sinn in meinen Augen, den zu folgen. Ja, wäre optimal der unoptimaler Wagen, ja. Auf der Geraden. Das auf jeden Fall, aber nee. Klar, ich würde ihn auch auf der Grand überholen, aber dann habe ich das Problem. Überhole ich ihn nicht, fahre ich hinter ihm her und das schmeckt dem Wagen dann nicht. Und mir auch persönlich nicht. So, Benzin natürlich für 2 schnelle Runden. Ist ja klar.
Also mal bremse ich da richtig und mal deutlich zu spät. So, dann wollen wir mal. Sah gut aus. Ach, da kommt ein Rosberg aus der Box. Hättest du nicht ein bisschen eher rauskommen können? Er ist doch gar nicht so verkehrt. Aber ich ganz kurz im ersten. Boah, war das jetzt langsam oder schnell? Ah, Scheiße, nicht so gut getroffen. Eine sehr gute Runde von Max. 18-0 von mir, noch besser. Boah, das Delta musst du hinbekommen. Das musst du hinbekommen. Das Delta musst du hinbekommen auf der Geraden. 17-8 von Hamilton. War langsamer vorhin, okay. Scheiße, vorhin nicht getroffen, die Runde ist langsamer. Runde ist zu vergessen. Sprit hätte gereicht. Und zwar ganz genau gereicht. Boah, 18-0. Mit 18-5 habe ich geändert. Ich bin 18-0. Die war gut. Rosberg auf der 2, das war klar. Hier gab es nicht mehr zu holen. Verstappen, was war das? 18-3. Die Runde war gut. 18-0. Boah. Die perfekte Runde. Nein. Also ich und eine perfekte Runde, das ist echt, also gut. In echt schafft man ja auch seltenst die perfekte Runde. Also die perfekte Runde, sagt man ja auch, ist erst dann, wenn man wirklich nicht schneller kann. Und das gibt es fast nie. Ja, also wirklich fast nie. Die perfekte Runde, wo du nicht mit dem Heck ausbrichst, wo du wirklich absolut am Limit bremst, gibt es nicht. Ja. Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 1,18,0. Ricciardo und Verstappen. Vettel und Raikön. Bottas und Massa auf 8 und 9. Aber hier Vettel und Raikön. 6 und 7. Und da, wo ich gehe, da könnte auch ganz klar ein Herr Markus Eriksson stehen. Das halte ich fest. Da könnte er stehen. Die Startreihen für das Rennen morgen stehen fest, werfen wir aber... Boah, was ist eine gescriptete Zeit? Rosberg, Hamilton und ein Sauber. Die Startaufstellung steht also fest, jetzt fehlt uns nur noch das Rennen selbst. Schalten Sie auch morgen ein, wenn es ums Ganze geht. Bis dahin, auf Wiedersehen. 17-2, ja, natürlich, der haut dort den Hamilton eine halbe Sekunde drauf. Wie gescriptet ist denn die Zeit, bitte? Also, Codeboss, es geht gar nicht, ja. Dass die gescripteten Zeiten eine halbe Sekunde schneller sind, das geht nicht. Vielleicht eine Zehnte, das holst du vielleicht noch raus, mehr aber auch nicht. Also Rosberg und Hamilton auf 1 zu 2, wir auf der 3. Ein super Skado, wir sind ganz vorne. Wie in Singapur zum Beispiel. Oder auch Malaysia, ja. Dann Ricciardo, Verstappen, beide Red Bulls geschlagen. Bottas, Vettel, Raikön, Hülkenberg und Massa.
Aber natürlich wird mir das jetzt angerechnet, diese 17.2, die so unrealistisch ist. Ja, er holt nochmal 3 Zehntel im Mittelteil raus. Da verliere ich 6 Zehntel, das kannst du mir nicht weismachen. Nein, das geht nicht, das ist zu viel. Das ist zu viel. Gut, wenn man das sich mal wirklich anguckt, wäre es eigentlich gut. 3 Positionen besser, als der Wagen hergibt. Das sind gute Ressourcenpunkte. Dankeschön. Genau 1000. Wow, das muss man auch hinbekommen. Ja, der ist durch. Er hat die Pole, er ist straffrei. Ich habe den ersten Sektor und der Rest gehört ihm. Dankeschön. Das war doch klar. Das war klar. Ja. Die Realität habe ich verloren. Ich bleibe trotzdem da auf der 10. Von daher juckt's mich nicht. Das Rennziel. Hey, wie geht's dir? Ich habe ein paar Infos für dich zu den Zielen, auf die du achten solltest. Vierter oder besser, Eriksson schlagen und wir haben auch keinen Rosberg mehr. Von daher, da bin ich froh drüber. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst es mich mit einem Daumen nach oben wissen. Schreibt einen Kommentar. Und wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt. Let's Play Formel 1 2016. Los geht's.